Ja, liebe Kampfsportfreunde, bei mir befindet sich nun der afghanische Tiger, IKBO-Europameister Bagdash Saidi. Und wir sind hier am Flughafen in Malaga nach einer recht turbulenten Fight Week, die geendet hat ohne Fights. Bagdash, du warst hier nicht gebucht als Kämpfer, sondern als Ringsprecher. Hättest eigentlich mit dem großen Ernesto Hosta durch den Abend führen sollen. Hat leider nicht geklappt. Wie fühlst du dich denn jetzt? Also ein bisschen enttäuschend. Es ist eine ganz tolle Sache gewesen. Wir hatten ja sehr, sehr viele Stars da gehabt. Nicht nur Ernesto Hosta, ja auch Peter Arnst und Stefan Leko und viele weitere Stars wie Fadi Mirza und so weiter. Für mich war es eine ganz, ganz tolle Erfahrung und mich hatte sehr gefreut, wenn ich mit Ernesto Hosta dann zusammen halt diesen Ringsprecher-Part gemacht hätte. Ich habe sehr, sehr vieles vorbereitet und Tag davor und nach der Konferenz vom Casino aus direkt dann ins Hotel meine ganzen Dokumente und Ablauf für die Kommentatorgeschichte fertig gemacht bis 4 Uhr morgens und leider Gottes wurde da nichts heraus. Ich hätte sehr, sehr gerne hier eine weitere oder meine Referenz sozusagen erweitert als Ringsprecher und Kommentator und vielleicht wird es beim nächsten Mal was. Schade eigentlich. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache gewesen. Die Arena als solches war ja auch eigentlich einmalig gewesen in Plaza de Toro. ich denke, vielleicht kann man in Zukunft sowas nochmal wiederholen, aber es war schon eine ganz, ganz geile Sache. Vor allem so viele Stars auf einem Haufen zu bekommen, es ist keine leichte Geschichte gewesen und schade, dass es in die Hose gegangen ist. Ja, ich habe gestern schon mit dir gesprochen, du hast gesagt, es war trotz alledem eine tolle Erfahrung für dich, hast sehr, sehr viel mitgenommen. Ich sag mal, du bist ja erst seit kurzem eigentlich Ringsprecher, sage ich jetzt einfach mal. Wie sehr hat es dir geholfen, mit so einem erfahrenen Leuten zusammenzuarbeiten, wie jetzt zum Beispiel Ernesto Hosta? Und inwiefern wirst du das in Zukunft weiter verfolgen, diese ganze Ringsprechergeschichte? Du bist ja eigentlich noch aktiver Kämpfer. Das Ding ist, dass es im Endeffekt, also man lernt ja niemals aus, das ist korrekt und es ist eine einmalige Geschichte für mich gewesen. Ich glaube nicht, dass ich Ernesto Hosta oder Peter Arnst nochmal irgendwo erleben werde. Vielleicht, wenn ich dann nochmal erfolgreicher werde in dem Part, was Ringsprecher und so weiter angeht. Erfahrung deswegen, weil ich mich auch mit dem Ernesto Hosta ausgetauscht habe und er hat mir halt einige Tipps gegeben, dass ich halt so ein bisschen Michael Buffer-Style halt annehmen soll und das Ganze professionell halt rüberbringen soll und wie ich mich da verhalten soll, wie ich stehen soll und so weiter. Es war schon eine sehr, sehr coole Sache. Ich denke, es hat mich ein Riesenstück nach vorne gebracht und diesmal nicht als Fighter, aber halt als Kommentator und Ringsprecher, ja. Kommen wir mal zum Part als Fighter. Du bist seit 8 Wochen Papa, das ist natürlich eine Umstellung. Wie sieht es denn in Zukunft aus mit dem Kämpfen? Also ist dein Leben jetzt erstmal so umgekrempelt, dass du erstmal sagst, machst eine Pause oder sieht man dich bald wieder? Also ich hoffe natürlich, dass ihr mich bald wieder seht. Es ist ein schöner, toller Part, aber auch ein anstrengender Part, Papa zu sein, ja. Es ist ja nicht nur das, dass ich Papa geworden bin, sondern ich habe jetzt seit einem Jahr geheiratet, habe mittlerweile 2 Kampfsportstudios und ein Security-Unternehmen und da bleibt halt nicht sehr, sehr viel Zeit, halt selber halt knallhart zu trainieren und wie man weiß, als A-Klasse-Kämpfer muss man ja auch wirklich dann seine 2 bis 3 Parts oder Stückelungen, sag ich mal, am Tag ja auch trainieren, um wirklich auf das Top-Niveau mitspielen zu können und ich denke, ich habe jetzt wieder so einigermaßen an Zeit und wenn ich jetzt wieder zurück bin in Deutschland, habe ich mir jetzt ganz fest vorgenommen, dass ich mir Zeit schaffen werde, freischaffen werde, dass ich intensiver trainieren werde und mir irgendwann mal den Fadi Mirza hole. Das ist doch meine Ansage, liebe Zuschauer. Fadi Mirza gegen Bagdash Saidi, das war sicherlich ein super Fight. Übrigens ein super lieber Kerl, sehr, sehr nett, sehr, sehr angenehm und es hat sehr, sehr Spaß gemacht, mit ihm auch sich auszutauschen und das war auch für mich eine ganz, ganz tolle Erfahrung gewesen. Danke, Fadi, ja mal. Bagdash, bist ein ehrgeiziger Typ. Ich denke mal, das wird in Zukunft wirklich klappen, dass wir dich bald wiedersehen. Da freuen wir uns alle drauf. Bis dahin, danke erstmal. Dankeschön. Dankeschön, liebes Ground and Pound Team. Für euch auch alles Gute und viel Erfolg. Bis bald. Ciao.